Zuckerservice. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Herzlich willkommen hier im Wissensturm zur diesjährigen Vortragsreihe, Veranstaltungsreihe Männerleben heute, die wir, das ist die katholische Männerbewegung, die Volkshochschule Linz, nunmehr seit 20 Jahren durchführen, organisieren. Auch von meiner Seite ein herzliches guten Abend. Mein Name ist Wolfgang Schönleitner und neben mir steht Harald Wildfellner und wir beide haben uns zu Beginn gedacht, wir möchten zwei, drei Akzente zur Männervortragsreihe sagen. Und bevor wir das tun, die Menschen begrüßen, auf die Sie alle heute auch warten und auf die Sie sich freuen. Das ist eine gute und eine undankbare Aufgabe, weil gleichzeitig habe ich die undankbare Aufgabe, Sie noch ein bisschen auf den Sozialminister Rudolf Hunsdorfer zu vertrösten. Er ist ein bisschen im Stau stecken geblieben und ungefähr 5 bis 7 Minuten von der Volkshochschule entfernt. Also er wird gleich in Kürze eintreffen. Begrüßen möchte ich ihn nicht als Sozialminister, sondern als unseren Männerminister, denn im Sozialministerium gibt es eine kleine Abteilung, eine kleine, aber feine Abteilung seit einigen Jahren, die Männerpolitische Grundsatzabteilung, und aus dieser Position heraus wird er auch dann seine Statements abgeben. Ganz herzlich begrüßen darf ich in unserer Runde die Frau Landespräsidialdirektorin Antonia Litschka. Sie ist auch für die Frauenagenten im Land, für das Frauenreferat im Land zuständig, und wird aus ihrer Perspektive, auf der Frauenperspektive, dann auch auf gewisse Themen, die Männer betreffen, reagieren und antworten. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich möchte ich auch in unserer Runde Dr. Erich Lehner begrüßen. Er ist Therapeut und seit mehr als 20 Jahren in der Männer- und Geschlechterforschung aktiv. Palliativcare ist auch ein weiteres seiner Steckenpferde, das er begonnen hat, intensiv zu bearbeiten. Er macht dies an der Universität Klagenfurt und ich freue mich, dass Sie da sind und auch noch einen Input zu den vergangenen 20 Jahren Geschlechterforschung dann gestalten werden. Die Veranstaltung wird moderiert von Klaus Puttinger. Er ist Redakteur bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Herzlich willkommen bei uns und schön, dass Sie diese Aufgabe übernehmen. Ja, wir starten heuer zur 21. Reihe. Wir haben insgesamt in dieser Vortragsreihe seit 1995 70 Vorträge, Veranstaltungen durchgeführt. Es besuchten 5.956 Menschen diese Vortragsreihe bisher, also fast 6.000 immerhin. Und wir haben dabei versucht, den Wandel der Geschlechterverhältnisse, die Geschlechterdemokratie, Bewusstsein für Geschlechtersymmetrie, für Emanzipation und Chancengleichheit hier zu fördern und zu unterstützen. Diese Vortragsreihe vor gut 20 Jahren begann, weil wir das klare Gespür hatten, es tut sich etwas in der Gesellschaft, da verändert sich was, und als Männerbewegung haben wir wahrgenommen, dass dieses Bild eines neuen Mannes durch die Gesellschaft geistert, durch die Gazetten, durch die Magazine geistert, so wie das auch heute immer noch der Fall ist.
Niemand wusste damals, ist das ein Trend, ist das ein, eine Marotte, ein zeitgeistiges Phänomen, das sich eh bald wieder erledigt hat, oder steht hinter diesem Wandel der Beginn eines tatsächlichen Wandels von der traditionellen Männlichkeit hin zu einer Vielheit von Männlichkeiten, die sich unterschiedlich artikulieren. Als katholische Männerbewegung haben wir uns gemeinsam mit der Volkshochschule damals entschieden zu sagen, wir wollen diesen Wandel mit der Vortragsreihe Männer begleiten. Wir wollen interessiert auf diese Phänomene draufsehen und sie weiter begutachten und schauen, was sich daraus entwickelt. Und niemand wusste vor 20 Jahren, dass sich sozusagen diese Beschäftigung mit dem Thema Männer als eine gemeinsame Vortragsreihe über diese Zeit eben entwickelt. Ich habe als kleine Reminiszenz das Anfangsplakat mitgenommen. Es ist hier vorne aufgepickt. Und zu Beginn der Männervortragsreihe vor 20 Jahren machte der deutschsprachige Pionier Walter Holstein das Eröffnungsreferat und auch gleichzeitig den Auftakt unter dem Titel Männer vorwärts oder rückwärts. Und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen von Herrn Wippermann, der die Sinus-Milieu-Studie durchführt, der unter dem Titel Männerrolle vorwärts, Rolle rückwärts genau denselben Themenfokus immer noch im Blick hat. Also vielleicht hat sich ein wenig geändert. Vielleicht hat sich aber auch mehr geändert, als wir vermuten. Und ich begrüße jetzt recht herzlich auch noch in unserer Runde den Herrn Männerminister Rudolf Hunsdörfer. Eine persönliche Bemerkung zum Schluss. Als diese Männervortragsreihe gegründet wurde vor 20 Jahren, war ich am Beginn des Endes meiner Pubertät. Und ich glaube, es ist vielleicht ein interessantes Bild auf diese Entwicklung und Wandel der Geschlechterverhältnisse im Bild der Pubertät draufzuschauen, weil Pubertät hat ja auch immer etwas von emanzipatorischen Anfängen in sich drinnen. Als Erziehungsberechtigte wissen viele von Ihnen, die Kinder haben, dass Pubertät ein wahnsinnig anstrengender Zeitraum ist. Als politisch verantwortliche Erziehungsberechtigte für die Pubertät der Männlichkeit würde ich mir wünschen, wenn vielleicht heute die eine oder andere Idee aufkommt, wie die Männer aus dieser Pubertät herausfinden. Dankeschön. Und ich übergebe nun an unseren Moderator das Wort. Der Moderator hat nur die Aufgabe, gleich das Wort wieder weiterzugeben an unseren Inputgeber. Herr Dr. Lehner, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrte Damen und Herren, die Interesse haben an diesem Thema 20 Jahre Geschlechterpolitik im Wandel. Ich bin davon ausgegangen, dass 20 Jahre der Zeitraum genommen ist von den 20 Jahren der Vorträge. Und ich habe auch für mich in Anspruch genommen, dass ich jetzt keinen Überblick über die gesamte Geschlechterpolitik gebe, was mir nicht zustehe, sondern eher aus der Perspektive der Männer. Und wenn wir uns fragen, was hat sich da geändert, dann gehe ich zu einem Beamten des Gleichstellungsministeriums in Norwegen, zu Juni Varankas, der den Ausspruch getätigt hat, Gender Equality needs men, men need gender equality. Auf Deutsch, Gleichstellung braucht die Männer, Männer brauchen Gleichstellung. Vor 20 Jahren war ich schon längere Zeit auf dem Gebiet der Männerforschung tätig, aber im allgemeinen politischen Diskurs immer ein kritisch beäugter Exot. Mittlerweile bin ich sozusagen im Mainstream angekommen, im Publikum sitzt ein Minister, hört mir zu Männerthemen, da hat sich was verändert. Politisch gesprochen heißt das, dass
Gleichstellungs sozusagen Männer braucht. Und das alte Idiom, dass Gleichstellung durch Frauenforderung und durch Frauenpolitik allein, vielleicht noch nach dem feministischen Grundsatz, wir Frauen machen es für Frauen, so nicht ganz praktikabel ist. So richtig das alles ist, aber das, was sich hier in der Zwischenzeit doch geändert hat, ist diese Einstellung, es braucht die Männer. Aber aus der Männerforschung wissen wir auch, dass Männer die Gleichstellung brauchen. Warum braucht Gleichstellung Männer? Ich zitiere hier die Nachfolgekonferenz von Beijing 1995. Das war die große Weltfrauenkonferenz, auf der Gender Mainstreaming formuliert worden ist. Und 5 Jahre danach gab es eine Nachfolgekonferenz, in der ganz selbstbewusst gefordert worden ist, Men must involve themselves and take joint responsibility with women for the promotion of gender equality. 1995 hat es geheißen, Männer mögen sich in Geschlechtergerechtigkeit engagieren. 5 Jahre später ist es eine deutliche Forderung. Männer sollen sich in gemeinsamer Verantwortung mit Frauen für die Promotion von Gleichstellung engagieren. Und gemündet hat diese Bewegung sozusagen in der ganz großen weltweiten Konferenz in Rio de Janeiro 2009, Engaging Men and Boys in Achieving Gender Equality, wo viele Männerbewegungen, viele männerpolitische Akteure auf der ganzen Welt diesen Impuls aufgenommen haben und in dieser ganzen Konferenz sozusagen gesagt haben, welche Strategien müssen wir anwenden, um gemeinsam Gleichstellung herbeizuführen. Auf europäischer Ebene ist das gemündet in der Europäischen Kommission, wo es 2012 eine große wissenschaftliche Studie, große Konferenzen und dergleichen gab, The Role of Men in Gender Equality, European Strategies and Insights für die Europäische Kommission. Und stolz können wir sagen, ein österreichisches Männerforschungsinstitut in Graz war da sehr führend beteiligt. Also wir können sagen, auf der Weltebene, auf der inhaltlichen Ebene ist angekommen, dass Männer in Gleichstellungsfragen präsent sein sollen. Warum? Da gibt es zunächst das ganz einfache pragmatische Argument. Sie sind Gatekeepers of current gender orders. Also sie sind involviert, Männer sind nach wie vor an den Positionen. Um Geschlechtergerechtigkeit herbeizuführen, braucht man Männer, braucht man ihre Expertise. Sie sitzen dort, sie sind Gatekeeper, sie können die Tür öffnen. Und das Zweite, was wir wissen aus der Systemik, hat Helge Bross 1978 in ihrer ersten großen Männerstudie formuliert, und das war eine der ersten Männerstudien noch vor Walter Holstein, der heute schon zitiert worden ist, dass sie gesagt hat, Geschlecht ist in Beziehung zueinander. Wenn sich ein Teil dieser Beziehung verändert, verändert sich auch der andere Teil. Und diese Veränderungsprozesse zu gestalten, das ist große Herausforderung der Männerpolitik. Um Geschlechtergerechtigkeit herbeizuführen, braucht es Männer, die genau diese Geschlechtergerechtigkeit tragen. Und ganz klar, es braucht eine Veränderung von Männlichkeiten. Und ich bitte Sie genau hinzuhören, es braucht nicht Veränderung der Männer, der Personen. Für einen Psychoanalytiker wie mir ist es sehr, sehr schwer aussprechbar, Personen zu verändern, haben die Schweden gesagt, das wird uns nicht gelingen. Es geht darum, Strukturen zu verändern, es geht darum, Männlichkeitsmuster, die sich in gesellschaftlichen Strukturen niederschlagen, zu verändern. Die Schweden haben damals gesagt, wir verändern Strukturen und hoffen, dass die Mentalitäten sich allmählich dem dann anpassen. Aber was wir auch sehen und was alle internationalen Studien massiv belegen, dass Männer die Gleichstellung brauchen, und zwar deshalb, weil sie ihr Leben verbessert. Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit verbessert das Leben von Männern. Und das ist einer der Hauptgründe der NOMAS, der National Organization of Men Against Sexism. Das ist die amerikanische Männerbewegung mit Millionen von Mitgliedern, die Grundsätze haben, zum Beispiel pro-feminist, also für den Feminismus, gay-affirmative, für homosexuelle Lebensformen, antirassistisch, ein dritter Grundsatz. Und der vierte ist
Verbesserung des Lebens von Männern durch Geschlechtergerechtigkeit. Und diese Studie, die ich Ihnen hier zitiert habe, von Sven Holter, einem norwegischen Männerforscher, der die Effekte von Gleichstellung bei Männern gemessen hat, der sagt, dass der größte positive Faktor in der Gleichstellung die Väterlichkeit ist, die vermehrte Väterlichkeit ist. Gleichstellung heißt eben, dass Männer verstärkt in der Familie sind. Und ich könnte Ihnen jetzt viele Studien anführen, welche positive Ausführungen selbstverständlich für Frauen, selbstverständlich für Kinder, selbstverständlich für die Gesellschaft und weiteres hat. Aber in erster Linie für die Männer. Sie sind gesünder, sie sind weniger krank, sie sind leistungsfähiger für den Betrieb. Natürlich, Betrieb, wenn er Väter in Karenz, wenn er Väter in Teilzeit hat, muss mehr Organisationsleistung bringen. Aber insgesamt ist es besser für das Wohl der Familie und für das Wohl des Mannes. Das heißt, Männer brauchen Gleichstellung, weil sie davon profitieren. Eine geschlechtergerechte Welt ist die bessere Welt. Was heißt es nun? Gleichstellung heißt, dass wir politisch denken müssen. Was heißt nun Männerpolitik? Männerpolitik, um es negativ zu sagen, heißt nicht die Förderung von Männern. Im Allgemeinen heißt Politik sehr bald, dass man sich einer Gruppe annimmt, um sie zu fördern, weil man hier einen Mangel sieht. Das ist bei Männern nicht der Fall. Männer sind nicht die Opfer und nicht die Förderungswürdigen. Männerpolitik ist in erster Linie eine Politik, die das Leben von Männern thematisiert, aufgreift, bearbeitet und an Geschlechtergerechtigkeit orientiert ist. Das Ziel ist die Geschlechtergerechtigkeit und alle Tätigkeiten auf diesem Sektor orientieren sich in diese Richtung. Es wird von Männern getragen, das heißt, Männer werden zu Akteuren in geschlechterpolitischen Anliegen. Ich erinnere mich mit Freuden an Konferenzen in Skandinavien, wo das Geschlechterverhältnis zu Gender-Konferenzen immer 50-60-40 ist. Ja. So. Oder Männerpolitik ist immer in Kontakt von Frauen, kann nicht ohne Frauen gemacht werden, weil es sozusagen immer den Hermeneutik des Verdachtes gibt. In der Geschichte war immer die Erfahrung die, dass dort, wo Männer sich zusammenrotten, ist es immer eine Gefahr für Frauen. Daher muss Männerpolitik offen sein für Frauen, muss hören auf Frauen in Gemeinsamkeit mit Frauen. Und der beste Rahmen dafür, den wir geschaffen haben in der Europäischen Union, ist Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming ist nach wie vor eine Strategie zur Frauenpolitik, aber Gender Mainstreaming wäre sozusagen dort, wo Männer verortet werden und wo Männer und Frauen gemeinsam sozusagen Politik begreifen. Und ich würde sagen, Männerpolitik erweitert Frauenpolitik zur Geschlechterpolitik. Viele europäische Staaten haben das vollzieht, indem sie zum Beispiel ein Ministerium für Gleichstellung geschaffen haben, wo Männer- und Frauenagenten behandelt werden. Wir werden sehen, wie die Zukunft geht. Worum geht es in der Männerpolitik? Ich habe Ihnen dieses Dreieck hier gebracht, weil das eines der professionellsten und besten von Michael Messner schon 1997 formuliert ist. In der Männerpolitik geht es immer darum, dass man auf der einen Seite die Kosten der Männlichkeit sieht. Männer haben Nachteile aufgrund ihrer Geschlechterrolle. Nachteile, die durchaus Leiden verursachen können, zum Beispiel die geringe Präsenz in der Familie, weil die Arbeit zu viel ist. Das hat was mit der Geschlechterrolle zu tun. Unsere Arbeit ist männlich dominant organisiert und greift auf den Mann zu. Das bringt Nachteile in sein Leben. Oder die circa 6 Jahre weniger Lebenszeit in den westeuropäischen Staaten, Durchschnitt, in Osteuropa ist es noch viel härter. Das sind Nachteile, die sehr massiv mit unserem Lebensstil zu tun haben. Gleichzeitig können wir aber aufgrund dieser Nachteile eben nicht eine Opfergruppe konstituieren, für die man jetzt Politik macht, die man fördern müsste, sondern man muss diese Kosten der Männlichkeit in Bezug setzen zu den institutionalisierten Privilegien. Es ist ein Privileg von Männern in unserer Gesellschaft, in erster Linie berufstätig zu sein. Wer ein Beruf ist, hat Macht, Ansehen, hat Privilegien, die der im Haushalt tätig oder die im Haushalt tätig ist, nicht hat. Wir definieren uns in unseren westlichen Gesellschaften über den Beruf. Daher ist das auch ein Privileg. Und daher müssen wir das beides in Beziehung setzen.
Und natürlich müssen wir dann in allen politischen Forderungen sehen, dass es Unterschiede von Männern gibt, von Gruppen von Männern. Unterschiede im Alter, Unterschiede im Milieu, selbstverständlich Unterschiede in der Ethnie. Und auf alle diese Unterschiede treffen diese Privilegien und diese Kosten unterschiedlich zu. Das heißt, Männerpolitik ist gefordert, das zu bedenken und hier Strukturen zu schaffen, die Gerechtigkeit unter Männern und natürlich dann Gerechtigkeit im Geschlechterverhältnis hervorführen. Kommen wir jetzt zurück zu Österreich. Wer sind nun die Träger in Österreich dieser Politik? Und da sehen wir, dass es in erster Linie zunächst einmal, wie soll man sagen, NGOs, also nichtstaatliche Organisationen sind. Schon vor den 20 Jahren, dessen Zeitraum wir jetzt überblicken, hat es begonnen mit der Männerberatung in Wien 1984. Der herausragende Akteur ist hier Jonny Brehm, der damals begonnen hat, und mittlerweile gibt es dieses System in ganz Österreich. Und ich bin der Meinung, dass dieses System, diese Vernetzung der Männerberatungsstellen und natürlich dann in der Folge rundherum vieler anderer Institutionen eine Säule einer Männerpolitik ist, die sie trägt, die sie reflektiert, immer wieder fordert. Eine andere Säule in Österreich ist die katholische Männerbewegung, die es natürlich schon seit der Jahrhundertwende gibt, sehr lange, aber die 1989 von Professor Zulehner mit der Männerstudie sozusagen ein neues Thema begonnen hat, wo sie auf den Weg gegangen ist, Männlichkeiten zu reflektieren, und das Ergebnis sehen Sie hier heute. Ein Ergebnis war die gesamtösterreichische Männertagung, und dann sozusagen der Schritt, wo Männerpolitik von den NGOs in die politische Struktur gekommen ist 2001, mit der Männerpolitischen Grundsatzabteilung, wo wir sozusagen die Möglichkeit haben oder die Chance haben hier in Österreich, dass die Politik auch wirklich in den politischen Strukturen unseres Staates Eingang gefunden hat. Und auch hier gibt es viele Initiativen, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, aber herausragend schon in letzter Zeit die Männerkonferenzen in Berlin und in Wien 2012, 2014, wo wir sehen, dass vieles an diesen Männlichkeitsmustern reflektiert worden ist, viele Bereiche reflektiert worden ist, und wo wir sehen können, dass in Österreich Männerpolitik sehr viel in Reflexion, in Bewusstseinsbildung, in Kampagnen besteht. Und wenn wir dann fragen nach der Praxis in diesen 20 Jahren, was hat sich verändert, was hat sich getan, dann sehen wir, dass unabhängig jetzt von diesem Schritt, wo es diese männerpolitische Grundsatzabteilung sozusagen als männerpolitische Struktur geschaffen worden ist, Männerpolitik sich in erster Linie an Themen aufhängt. Sozusagen an Themen, und da ist das erste ganz, ganz große Thema die Vaterschaft, die Vaterkarenz, wo es darum geht, dass geschlechtergerecht verteilt wird die Erwerbs- und die Familienarbeit. Dass es darum geht, dass eigentlich so Männer und Frauen sowohl zu Hause als auch im Beruf gleichermaßen zu stehen bekommen und tätig werden können. Und wo wir sehen, dass dieses große Thema in Österreich in erster Linie an der Vaterkarenz diskutiert wird. Da gibt es auch Maßnahmen, da gibt es Entscheidungen, da gibt es politische Stellungnahmen, ein ganzes Bündel. Natürlich ist die Vaterkarenz schon vorher beschlossen worden, aber trotzdem, es ist sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt, wo vieles an männerpolitischen Themen diskutiert wird. Ein anderes Thema wäre sozusagen die Gewalt in der Gesellschaft, die in Österreich sehr massiv auch in der politischen Unterstützung der White Ribbon Kampagne unterstützt wird, aber wo wir auch viele Zentren haben, wo wir viele Frauenberatungsstellen haben, wo dieses Thema Gewalt diskutiert wird. Freilich, was wir auch wissen, ist, dass es hier noch viel mehr braucht, dass es weitergehend braucht, dass die Gewalt mehr ist, dass Gewalt unter Männern noch viel mehr ist als nur Gewalt in der Familie, dass es viel Gewalt unter Männern sind. Wir wissen, dass die größten Opferzahlen der männlichen Gewalt Männer sind, und wir wissen auch, dass die meisten Täter Männer sind. Also ebenso auch wissen wir, dass der Väterkarenz noch einen Schritt braucht, damit es wirklich geschlechtergerechte Verhältnisse in der Erwerbswelt und in Bezug zur Familienarbeit hat. Und wir wissen auch sozusagen als dritten Punkt, dass die Schul- und Bildungspolitik ein ganz großes Feld ist, gendergerechte Unterricht. Das ist etwas, was sehr, sehr massiv noch fehlt, wo auch Männerbilder besprochen werden. Und unsere Ergebnisse in PISA sind hauptsächlich deshalb so, sage ich jetzt nicht so gut, weil das untere Drittel
die Burschen so abfallen. Die obersten Drittel, da sind Burschen und Mädchen ziemlich ausgeglichen. Das heißt, Männer und Burschen und Mädchen können ganz gut lernen miteinander. Aber im unteren Drittel, und da kommt dann wieder die ganz berühmte soziale Frage hin, dass es eben Milieus gibt, wo Männlichkeit mit Lernen verknüpft wird und ob die Frage, ob ich lerne oder nicht lerne, dann für mich zu einer Performance der Männlichkeit wird. Und in diesem Fall könnten wir sagen, sollten wir eigentlich ein soziales Problem, soziale Unterschicht, mit einer Gender-Strategie beantworten. Nicht? Wie es Michael Kimmel auf der letzten großen Tagung gesagt hat, dass sozusagen mit diesen Burschen gearbeitet wird. Was wir haben, ist der Boys Day. Der Boys Day, der versucht eben, die eindimensionale Wahl nach typisch männlichen Berufsfeldern etwas flexibler zu gestalten, dass dieses Männerbild, das wir in unserer Gesellschaft haben, auch pfleglicher wird. Zum Beispiel, dass Burschen auch in die Pflege gehen, dass sie Kindergärtner und dergleichen werden und hier Möglichkeiten sind. Nun, zusammenfassend können wir sagen, dass alle diese Themen sozusagen im Moment noch sehr, sehr an Einzelthemen abgearbeitet werden. Was noch fehlt, jetzt konkret in Österreich, ist eine weitergehende Institutionalisierung und Strukturierung der Männerpolitik, also dass es männerpolitische Strukturen verstärkt braucht. Und was es auch noch braucht, dass es auf einer breiteren Ebene ein Bewusstsein gibt und konzeptioniert wird, dass eben Männerpolitik sich verstärkt an einem sorgenden Männerbild, an einem nachhaltig sorgenden Männerbild orientiert und so dieses traditionelle an Konkurrenz, an Leistung, an Durchsetzung orientierte Männerbild allmählich abgelöst wird durch dieses neue. Damit vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Erich Lehner, Männerforscher. Ich darf Sie bitten, gleich Platz zu nehmen am Podium. Genauso darf ich bitten, hinaufzukommen aufs Podium, lieber Herr Bundesminister, liebe Frau Präsidialdirektorin, Frau Litzka. Bitte, wie geht's weiter bei uns? Wir werden auf dem Podium 2-3 kleine Diskussionsrunden machen zum Thema Politik. Es geht heute um Geschlechterpolitik. Wie schaut es aus? Schauen wir zurück auf die letzten 20 Jahre. Bitte Platz zu nehmen. Was gibt es für Projekte, die uns begeistert haben, die uns vielleicht weiterhin begeistern? Und wo geht es hin in Zukunft? Machen wir die erste Runde. Und beginne mit der Frau auf dem Podium. Ich muss vorausschicken, die Frau Litzke ist dankenswerterweise eingesprungen für unseren Herrn oder Frau Landeshauptmann Stellvertreterin Thomas Stelzer, ich weiß ja nicht, wie man das sagt jetzt, in einer Landesregierung, die ganz ohne Frauen auskommt und der Frauenvertreter ist der Herr Stelzer. Er hat uns leider abgesagt, es ist sich nicht ausgegangen. Auch die angekündigte Dame von den Grünen, die Frau Stadtrat Schobesberger in Linz, hat es nicht geschafft. Ein Todesfall in der Familie, also ich bitte die beiden Damen zu entschuldigen. Es hat ein bisschen gebraucht, gell? Ja. Okay, gut. Subtil. Zu subtil, genau. Die Scherze müssen deutlicher werden. Frau Litzka, danke, dass Sie gekommen sind. In Ihre Abteilung am Land fehlt das Frauenreferat. Die Leiterin, haben Sie mir erzählt, ist derzeit in Karenz, also sozusagen helfen Sie dort aus. Ich würde Sie bitten, einmal Revue passieren lassen, die letzten 20 Jahre, die letzten 15 Jahre, aus Ihrer Sicht, aus Sicht einer Dame beim Land Oberösterreich. Wie hat sich denn da der Wandel der Geschlechterrollen vollzogen? Hat er sich überhaupt vollzogen? Was sind da Ihre Erfahrungen? Ja, also herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich komme natürlich gern für den Herrn Landeshauptmann Stellvertreter Stelzer, den ich entschuldigen muss, weil zugesagt hat ja noch die Landesrätin Hummer. Und jetzt hat der Landeshauptmann Stellvertreter die ganzen Termine geerbt und hat aber die eigenen auch noch mitgenommen. Und deswegen ist es ihm leider nicht möglich, hier zu sein. Aber zum Thema Frauenpolitik im Land Oberösterreich beziehungsweise Geschlechterpolitik im Land Oberösterreich kann ich selber auch einiges berichten, weil ich bin seit 1993 beim Land und seit 1986 gibt es ein Frauenreferat. Das heißt, man hat schon sehr frühzeitig erkannt, dass das ein Thema ist, um das man sich irgendwie annehmen muss.
Und man hat auch denselben Wandel durchgemacht, den der Herr Dr. Lehner genannt hat. Also es war zunächst einmal nur das Thema, wie fördert man die Frauen sozusagen unabhängig von den Männern oder vielleicht sogar in einem gewissen Maß gegen die Männer. Und das ist eine Entwicklung, die sich inzwischen schon lang überholt hat. Und deswegen freut es mich auch, dass die Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes Oberösterreich da ist, weil in ihrem letzten Bericht man auch sehr gut sieht, dass das Ganze nur gemeinsam funktionieren kann. Also alle Initiativen, die gesetzt worden sind, können nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht beide Geschlechter berücksichtigen und vor allem natürlich auch berücksichtigen, dass es Männer sind, die derzeit die Machtpositionen innehaben, und die Landesregierung ist da ein schönes Beispiel dafür. Aber es gibt Initiativen bei uns, die recht erfolgreich sind. Zum Beispiel gibt es die Männerberatung im Rahmen der familientherapeutischen Beratungsstelle, die allerdings auch viel von ihren Beratungen in Richtung Gewalt oder Gewaltprävention macht. Allerdings auch, sage ich deswegen, weil man sich natürlich das Ganze viel umfassender vorstellen wird bei einer Männerberatung. Dann gibt es so Initiativen wie den Boys Day, den wir jetzt seit einigen Jahren als Parallele zum Girls Day haben, wo Männer oder Burschen eigentlich ausprobieren können, wie sich so anfühlt als Kindergärtner, Altenpfleger oder Krankenpfleger. Eine sehr beliebte Einrichtung. Und relativ neu haben wir die Väterfrühkarenz bzw. den Papa-Monat, heißt es bei uns, eine Möglichkeit für Männer, wenn ein Kind neu auf die Welt kommt, ganz am Anfang einmal live dabei zu sein, und das ist sehr beliebt. Auch wenn man für diese Zeit kein Gehalt kriegt, aber es ist einfach, die Prioritäten sind für die Männer heute so, dass sie das sehr gern annehmen. Okay, danke mal für diesen ersten Einblick. Herr Minister, Herr Männerminister, wir müssen politisch denken, hat Dr. Lehner gesagt, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aus bundespolitischer Sicht, Ihre Einschätzung des Genderwandels, des Geschlechterverhältniswandels in den letzten 20 Jahren. Ja, wunderschönen guten Abend, und in meinem Ressort ist auch die Männerabteilung. Damit wir uns nicht missverstehen, ich habe ein sehr breites Ressort. Ja. Das Sozialministerium ist überall dort, wo Menschen sind, und demzufolge begleite ich sie von der Wiege bis zur Bahre. Sie kommen mir nicht aus. Ja. Sie können machen, was sie wollen. Aber Spaß beiseite. Natürlich, ja, die Männerabteilung ist, glaube ich, der Schritt, der 2001 gesetzt wurde, war, glaube ich, grundsätzlich ein richtiger Schritt, und wir haben seit damals ein paar Dinge doch so, nehme ich an, verändert, abgesehen von Männerberatung und. Aber für uns ist die Messlatte, für mich ist die Messlatte, wie weit beteiligen sich Väter an der Kindererziehung. Und der Anteil am sogenannten Kinderbetreuungsgeld ist, glaube ich, so die offizielle Messlatte. Und wir haben derzeit 18% der Männer, die Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nehmen, wenn man vom Bodensee bis Neusiedlersee einen Querschnitt macht. Am Bodensee schaut es ganz fürchterlich aus, da machen es nur 8% der Männer. In dem Fall ist Wien der Spitzenreiter, da machen es 28% der Männer. Nehmen bereits quasi das in Anspruch, und dieser, wenn man es österreichweiten Durchschnitt nimmt, diesmal bei diesen berühmten 18%. Oberösterreich ist 1% darunter, sie sind nur bei 17%. Das heißt, wir haben noch Handlungsbedarf. Dieser Handlungsbedarf hängt aber natürlich in erster Linie damit zusammen, dass es etwas anderes noch gibt. Das ist die doch sehr divergente Situation beim Einkommen. Weil diese sehr divergente Situation beim Einkommen ist bei manchen Familien, denkt man gar nicht nach, nehme ich jetzt Väterkarenz oder mache ich es nicht, weil sich das schlichtweg wirtschaftlich null ausgeht. Da braucht man sehr oft gar nicht nachdenken. Demzufolge ist da auch ein gewisser Handlungsbedarf. Und wir haben uns auch bemüht, die diversen Handlungsebenen auch besser zu vernetzen. Der Dr. Lehner hat das auch schon ein bisschen angedeutet. Das Frage Männerpolitik, Männerforschung, Männerarbeit. Hier diese drei Ebenen, und kann man ja sagen, ne? Es geht weiter, wenn alles funktioniert. Wir haben hier im Jänner einen Dachverband haben. Die Gründungsversammlung wird mit unserer Unterstützung unseres Hauses entsprechend vorbereitet, und es wird dann diesen Dachverband geben, und dieser Dachverband wird dann einen weiteren, so hoffe ich,
davon ausgehend wird es dann weitergehen. Das heißt, weitere Impulse setzen. Und ja, es ist einiges erreicht worden, aber in Wahrheit, und jetzt tun Sie es bitte nicht missverstehen, aber ich habe bei der Väterkarenz ein Land als Vorbild. Das ist Island. In Island machen 94% der Männer Karenz. 94% der Männer. Und gleichzeitig ist Island das Land mit der höchsten Scheidungsrate. Sie haben dort alles. Ja, die höchste Scheidungsrate plus den höchsten Anteil an Väterkarenz. Und die Scheidungsrate ist mir jetzt wurscht, ja, die vergessen wir. Aber um was es mir geht, ist, das ist so quasi das Vorbild. 94% der isländischen Kinder werden von beiden Elternteilen in einer Karenzphase betreut, erzogen, was auch immer. Das heißt, das ist irgendwo das Vorbild. Hängt nur irrsinnig viel Luft zwischen dem, was wir haben und dem, was Island hat. Ich mache das Beispiel nicht, um etwas lächerlich zu machen, sondern ich meine das wirklich bitter ernst. Da haben wir noch viel Luft und viel Gemeinsamkeit. Hängt aber, wie gesagt, auch, und das ist das größte Thema, in Wahrheit mit der sehr unterschiedlichen Einkommenssituation zusammen. Danke, Herr Minister Forst. Jetzt haben wir die glückliche Fügung hier, dass uns vielleicht jemand dieses Rätsel zwischen Wien und Vorarlberg aufklären kann, denn die Frau Litzke ist eine gebürtige Vorarlbergerin. Haben Sie eine Erklärung für diese divergierenden Zahlen? Ja, was soll ich sagen? In Vorarlberg ist die Welt noch in Ordnung? Nein. Scherz beiseite, ich glaube, es ist ein sehr starker Thema der Kinderbetreuungseinrichtungen, die in Vorarlberg sehr viel weniger ausgebaut sind wie in anderen Ländern. Und ich glaube, dass man auch sagen muss, es gibt zwar viel mehr Männer, die in Karenz gehen, aber ich glaube, es gibt sehr wenige Männer, die wirklich die Hälfte der Zeit in Karenz gehen. Ich weiß nicht, ob Sie da Zahlen dazu haben, aber ich glaube, die meisten Männer gehen halt 3 Monate oder so irgendwas und die Frauen gehen dann die anderen 18 oder 21. Insofern ist die Welt vielleicht auch in Wien noch nicht ganz so in Ordnung, wie es jetzt gerade klungen hat. Okay, fahren wir noch eine Runde weiter nach Island. Mit denen natürlich interessieren uns Sie wahrscheinlich auch. Warum ist denn in Island diese Quote der Väterkarenzgeher so hoch? Wissen Sie das, Herr Lehner? Können Sie uns das ein bisschen auseinander glauben? Island, ich bin auch ein Fan von Island, ich freue mich, dass der Herr Minister auch der Fan ist, dass wir beide die Fans sind. Island hat von vornherein ein klares System eingeführt. Es hat, genau, ja, also es hat nur ein einziges einmal. Und das, was wir als Karenz nennen, unsere 12 Monate, das dauert in Island 9 Monate. Und das ist klar aufgeteilt. Ein Drittel für den Vater, ein Drittel für die Mutter und ein Drittel für beide zur freien Gestaltung. Das heißt, und immer das System heißt immer use it or lose it. Das heißt, wenn ein Vater sagt, ich nehme es nicht, dann hat das Kind um 3 Monate weniger Karenz. So würde ich es formulieren. Und diese 3 Monate sind mehr als Schweden, nicht? Und mehr als die anderen Länder. Und von daher auch sehr effektiv. Und auch Scheidungsrate, ich habe vorher schon gesagt, es gibt sehr viele Studien, die auf jeden Fall darlegen, dass Väterkarenz oder Männer, die sich im Kleinkindalter ihre Kinder engagieren, weil man ja sagen muss, isländische Männer sind ja nicht nur 3 Monate zu Hause, sondern wer 3 Monate beim Kind ist, wer bei der Geburt beim Kind ist, der hat auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er später auf Teilzeit oder teilweise später auch noch präsent ist, nicht? Und das ist positiv, das schlägt sich nicht in den Scheidungsziffern nieder. Also wir können nicht sagen, Väterkarenz, dann haben wir geringere Scheidungszahlen, das geht nicht. Was wir aber sagen können, dort wo Männer in der Familie sind, ist das Familienleben insgesamt friedlicher und ausgeglichener. Und die Entscheidungen zu Scheidungen fallen auch in friedlicheren Kontexten, so würde ich das formulieren. Herzlichen Dank, Elena. Unser Thema Politik. Wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber diskutiert. Es dauert unheimlich lange, bis sich etwas ändert, besonders in Geschlechterfragen. Schweden, Sie haben es schon angesprochen vorhin, das hat auch gedauert, eine Generation, bis sich hier etwas umgesetzt hat. Bei uns ist vielleicht noch ein bisschen wenig Zeit gewesen, sage ich mal. Aber Herr Lehner, Sie sind seit 87 Jahren im Männerberatungsgeschäft. Ne? Was würden denn Sie sagen, was war da politisch veränderbar in dieser Zeit. Von dessen, wo man glaubt hat, naja,
das müsste doch gehen und von dem, was am Schluss rausgekommen ist. Gibt es hier ein Delta der Umsetzung, wo Sie sagen, na, kann man zufrieden sein oder hätte man viel mehr machen müssen oder hat die Politik ein bisschen geschlafen oder wie auch immer? Es ist schwierig zu sagen, ob die Politik schläft. Sie haben vorher Schweden angeführt. Schweden hat natürlich eine größere Tradition, aber was Schweden zu den im Gegensatz zu vielen anderen Staaten auf dieser Ebene auszeichnet, ist dieser Wille zur Gestaltung. Für Schweden waren die Geschlechterrollen nie gottgegeben oder naturgegeben oder so, sondern immer ein Gegenstand der Gestaltung. Und wenn man das anschaut, dann haben die Schweden 1994 das erste Mal die Kommission für die Veränderung der Geschlechter, der Männerrolle eingesetzt. Das war damals ein Titel, der wäre in Österreich nicht möglich gewesen. Also auch wenn der Herr Minister jetzt sagt, ich habe eine Kommission zur Veränderung der Männerrolle, ich weiß nicht, ob das politisch durchsetzbar ist, ob die Leute, die Kronenzeitung wäre die erste, die da ihn zerfetzt. In Schweden war das Veränderung der Männerrolle und dann hat man gemerkt, und das ist das Schwedische, es tut sich nichts trotz dieser Maßnahmen und dann hat man nochmal eine staatliche Kommission zur Veränderung der Vaterrolle eingesetzt. Und diese Beharrlichkeit, also und dieses wirklich, an die, das ist etwas, was uns nicht so geht. Was positiverweise ich sagen muss, ist das, dass diese Resonanz, die wir damals auf den neuen Mann, wo wir heute uns gerne gefreut hätten, hätten wir diesen Namen nie gefunden, aber er ist halt in der Welt so. Diese positive Resonanz, dass zumindest auf der Bewusstseinsebene in manchen Kreisen ist dieses Männerthema angekommen. Das würde ich als die Erfolgsstory sehen in dieser Zeit. Bei allen, wo es zu wenig ist, der Herr Minister hat es vorher schon gesagt, also wir haben schon auch eine Backlash-Bewegung, müssen wir auch sagen, in der letzten Wertestudie sind die eher traditionellen Bilder wieder stärker gewesen. Aber trotzdem haben wir insgesamt gesehen auch es geschafft, sozusagen die traditionellen Männlichkeitsmuster in die Diskussion zu bringen. Und wir hoffen, dass sich das auch in Väterkarenz und dergleichen ausbildet. Ich sehe es heute positiv, sagen wir so. Ja, danke sehr. Herr Minister, weil Sie ein bisschen angesprochen worden sind, hat es an Beharrlichkeit ein bisschen gemangelt in den letzten Jahren, um hier Rollenbildveränderungen zu ermöglichen oder anzustiften in der Bundespolitik? Nein, das hat, glaube ich, nicht an Beharrlichkeit gemangelt, weil erstens einmal das, was wir halt von unserem Haus her tun können, glaube ich, geschieht. Wir sind da relativ ganz gut unterwegs. Wir haben unter anderem auch zusammengebracht diese Konferenzen da mit Berlin und in Wien und die nächste wieder nächstes Jahr stattfinden. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel doch in diesem mitteleuropäischen Raum eine gewisse Vernetzung zusammengebracht mit Schweiz, Deutschland, Österreich, dann ein bisschen Norwegen, Holland. Das heißt, da tut sich schon einiges. Das ist, glaube ich, weniger das Thema. Das, wir haben, wie schon gesagt wurde, auch bei der Karenz, bei der Elternteilzeit, da sind schon ein paar Dinge in Bewegung gekommen. Aber was natürlich das, und ich kann das nur wiederholen, und ohne dass ich Ihnen jetzt am Nerv gehen will, aber das Gravierende ist und bleibt natürlich diese massive Einkommensdivergenz, die wir in Österreich leider nicht wirklich ganz wegbringen oder nicht wegbringen. Ich meine, die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind dann am besten dran, und aber sogar da haben wir Einkommensdivergenzen für gleiche Funktion, gibt es da auch Probleme. Wir haben im großen Bereich der Lehrer haben wir auch relativ wenig Einkommensdifferenz, aber im Privatsektor haben wir relativ massive Differenzen. Und das führt natürlich immer wieder dazu, dass halt sehr oft Rollenbilder nicht aufgebrochen werden. Und dann kommt noch das Thema Kinderbetreuung dazu. Wir haben immer noch Gemeinden in Österreich, die einer jungen Mutter 150 Euro im Monat lieber zahlen, bevor sie einen Kindergarten bauen. Auch diese Beispiele gibt es. Und die sind immer noch da. Und die werden auch mit absoluter Mehrheit gewählt, diese Bürgermeister und, und. Das heißt, da ist noch vieles zu tun und da ist noch, oder einiges zu tun. Was wir uns bemüht haben, ist, was zum Beispiel Männergesundheit betrifft, haben wir eine eigene Plattform, eine eigene Homepage, männergesundheit.at, weil es doch im Gesundheitsbereich
Bereich gibt es Unterschiede, geschlechtsspezifische Unterschiede, und dass sich da quasi auch gewisse Dinge weiterentwickeln können, das haben wir gemacht. Wir sind jetzt ganz aktuell, die letzten Tage passiert, wir haben ein Projekt durchgebracht mit EU-Kofinanzierung, damit die quasi die sogenannte formalen Genehmigungen bekommen, wo es uns auch darum geht, mit im Hand dieses Projektes die nächsten zwei Jahre wiederum weiter voranzutreiben, die Gleichstellungsfrage. Da werden wir alle Sozialpartner dabei haben, natürlich auch die Medien. Und hier versuchen wir, über dieses Projekt auch Dinge weiterzubringen. Das heißt, es ist einiges geschehen. Zufrieden kann man hier nie sein, aber man soll auch nicht jetzt unzufrieden sein, sondern es ist einiges gegangen, es muss einiges weitergehen, und wir werden da sicher nicht aufhören. Und zum BOSD kann ich dann nachher noch was sagen, weil genau der ist auch ein Synonym für eine gewisse Entwicklung, und dieses Synonym soll man nicht auslassen, sondern da müssen wir weitermachen. Danke. Frau Litzka, Sie als interministische Leiterin des Frauenreferats in der Präsidiale beim Land, sehen Sie diesen Willen zur Gestaltung, den der Herr Lehner vorhin aufgeführt hat, ein Wille zur Gestaltung, zur neuen Gestaltung der Männerrolle, vielleicht auch im öffentlichen Dienst, top-down, ist der da oder wünscht man sich den nur? Also ich glaube, das Ganze basiert auf dem Wunsch der Veränderung der Frauenrolle, der ist sehr viel präsenter. Es gibt natürlich auch sehr viel mehr weibliche Mitarbeiterinnen, die Veränderung der Frauenrolle und damit natürlich einhergehende Veränderung der Männerrolle sich wünschen, als dass das aus den männlichen Mitarbeitern oder Kolleginnen, Kollegen selber käme. Also ich würde sehen, bei uns ist das sehr viel ein Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was auch ein Thema ist, das natürlich eben Väter sehr stark trifft und auch die Lebensqualität von Vätern sehr stark betrifft. Zum Beispiel haben wir so ein System zur Wiedereingliederung von Kolleginnen und Kollegen nach der Karenz. Das trifft sich jetzt nicht nur fürs Land, sondern auch für private Unternehmen. So ein Karriere-Karenz-Management heißt es. Aber natürlich sind die Leute, die das in Anspruch nehmen, zum weit überwiegenden, wenn nicht ausschließlichen Teil Frauen. Und da denke ich, da haben wir schon noch einiges zu tun. Mir fällt nicht genau ein, von wem dieses Zitat kommt, aber es gibt dieses Zitat mit der großen verbalen Aufgeschlossenheit bei relativer Verhaltensstarre, und das ist natürlich so. Ja. Das heißt, das, was ich glaube, was wir machen müssen, ist, wir müssen den Leuten die Vorteile von einer Veränderung ihrer Rolle stärker vor Augen führen. Weil ich glaube ja auch, dass auch Männer, auch Väter eine sehr positive Entwicklung haben können, wenn sie sich mehr Zeit nehmen für andere Bereiche, nicht nur für die Arbeit. Das ist im Landesdienst relativ leichter möglich wie im privaten Unternehmen. Ich glaube, das liegt wirklich an diesen Einkommensunterschieden, die Sie genannt haben. Und das, was wir versuchen, ist, dass wir da so Best-Practice-Beispiele sozusagen nennen. Das heißt, wenn jemand in Karenz geht, dass er dann auch eine positive Verstärkung dadurch erfährt. Also wenn ein Mann in Karenz geht, weil das ja eben die Seltenheit ist, dass sich andere an ihm auch ein Beispiel nehmen können und sich vielleicht auch leichter vorstellen können, wie so eine Lebensphase, wie sich die auswirkt. Also ich denke, Geld ist natürlich der eine Faktor, und ohne dass man sich es finanziell leisten kann, muss man sich es überhaupt nicht überlegen. Aber auch wenn das mit dem Geld funktioniert, braucht es trotzdem noch jemanden in der relativ nahen Umgebung, wo man sich das anschauen kann und sehen kann, dass das doch auch wirklich positive Effekte hat. Also ich denke, dass das bei uns so ist. Ich weiß nicht, ob Sie die Richtige sind, die ich da frage, aber wir sind jetzt zweimal schon angestoßen bei dem Problem Geld in der Privatwirtschaft, wo wir diesen Unterschied haben, wo Karenzen problematisch werden. Warum, glauben Sie, zieht in der Privatwirtschaft im Gegensatz vielleicht zum öffentlichen Dienst, warum zieht die nicht so mit? Also es ist ja auch im öffentlichen Dienst so, der Herr Minister hat es schon gesagt, dass es einen Einkommensunterschied gibt zwischen Frauen und Männern in der gleichen Verwendung. Allerdings ist er natürlich bei weitem nicht so groß wie in der Privatwirtschaft. Ich glaube, dass es einfach traditionelle Aufteilungen gibt und damit auch traditionelle Karriereverläufe. Und solange man keinen
unmittelbaren positiven Effekt davon erlebt, dass man diese Traditionen aufbricht, wird man sie nicht aufbrechen. Das heißt, ich glaube, unser Thema ist sehr stark, den Unternehmen auch zu vermitteln, was sie davon haben, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter treuer sind, weil sie sich denken, in diesem Unternehmen kann ich mein ganzes Leben sozusagen einbringen und nicht nur meine Arbeitskraft. Ich glaube, dass wir da die Vorteile stärker vermitteln müssen, ansonsten werden wir nicht erfolgreich sein. Okay. Sie haben uns vorhin so ein bisschen erzählt von dirigistischen Maßnahmen eher in den skandinavischen Ländern. Ja. Wäre so etwas hinsichtlich der Privatwirtschaft und der Karenzausgestaltung in Österreich auch möglich? Ich höre jetzt sehr interessiert zu und habe mir gedacht, das wäre ein schönes Beispiel, um vielleicht Ihre Frage noch einmal ein bisschen ausführlicher zu beantworten. Ich möchte ein bisschen das Motiv des Geldes relativieren. Nicht aus, das stimmt schon, ja, aber relativieren. Und zwar haben wir eine Studie im Landesdienst Niederösterreich gemacht und sehr bewusst auch mit anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Und das Ziel war, wie bekommen wir Männer in die Väterkarenz und in die Teilzeit. Und das höchst Interessante war, dass sowohl für den Landesdienst, der nach diesen Bedingungen, wie Sie es genannt haben, fängt, als auch für die Privatwirtschaft es im Grunde gleiche Bedingungen war. Keine signifikanten Unterschiede gab. Es gab leichte Unterschiede, aber von den Bedingungen her nicht diese Unterschiede. Und das Interessante war auch, dass wir natürlich gefragt haben, wie weit spielt das Geld? Der Einkommenunterschied war ganz klar nachgewiesen bei diesen Männern und Frauen vorhanden. Aber der Wunschkarenz beispielsweise für Männer und die Wunschteilzeit unterscheidet sich von Frauen eklatant. Also Männer gehen selten 3 Jahre oder 2 Jahre oder 1 Jahr, sondern Männer gehen 3 Monate und maximal ein halbes Jahr. Und wenn man hier sozusagen den Einkommensverlust hochrechnet, dann ist es der Einkommensverlust für manche Bevölkerungsgruppen vollkommen indiskutabel. Das kann man nicht tragen. Aber für bestimmte Einkommensverhältnisse ist es sehr wohl tragbar. Und da wird es auch getragen. Wir haben immer die Männer und die Frauen gefragt, wie viel würden sie akzeptieren an Einkommensverlust. Also aufs Jahr gesehen ist der Einkommensverlust nicht größer als ein Urlaub beispielsweise. Und wir haben komischerweise eine hohe Zustimmung sowohl im privaten als auch im Landesdienst bekommen. Und wir haben uns dann gefragt, na gut, wenn diese überschaubare Einkommensverlust sozusagen sehr gerne in Anspruch genommen, warum ist es dann nicht? Und dann kam das Zweite, die Angst der Männer vor Karriereeinbußen. Also in der Institution, in der Organisation, dass sie gesagt haben, dann komme ich nicht weiter oder komme woanders hin und so weiter. Und wir haben das dann so als Strategie, was wir auch international wissen, damit Männer in der eigenen Organisation in Karenz gehen, bedarf es die klare Position und die klare Entscheidung des Vorgesetzten. Also wenn die Männer im Sozialministerium in Karenz gehen sollen, dann muss der Minister als männlicher Chef sagen, ich möchte haben, dass in meiner Organisation oder im Landesamt oder in der Präsidiale, der Direktor, die Direktorin im Landesamt, verstehen Sie, so hierarchisch, nicht? In Österreich der Bundeskanzler, der Präsident, so hierarchisch. Für Männer ist es ganz, ganz wichtig in einer Institution, dass sie das Signal von ganz, ganz oben kriegen. EVN haben wir dann beispielsweise gehabt, der Chef musste sagen. Und dass auf der anderen Seite diese Entscheidung von den anderen Hierarchien durchexerziert wird. Das heißt, dass alle Vorgesetzten wissen, wir haben die Order, positiv auf einen Männerwunsch zu reagieren und sie da, sozusagen, dann sind die Männer da, die wollen. Weil der Wunsch auch in diesen Institutionen, dass Männer auf Karenz gehen und in Teilzeit gehen, ist sehr, sehr hoch. Jetzt das heißt, man müsste, verzeihen Sie, wenn ich das so sage, jetzt auf Ihre Frage, dirigistisch. Ich glaube, die Gruppe der Männer braucht, also wir Männer, von der Männerforschung gesehen, sind wir eher ein Hordenwesen. Wir orientieren uns sehr an den anderen Männern. Wir orientieren uns sehr an der Struktur, an der Institution. Damit es hier einen Wandel bedarf, ist sozusagen die Botschaft der Institution entscheidend. Ob die das in Anspruch nehmen und sagt, ja, geht's, positiv. Ja. Meistens ist die, wenn man Chefs heute fragt, ob sie Männerkarenz akzeptieren, dann sagen sie, ja, selbstverständlich, wann einer will, aber tue nichts. Ja. Froh bin ich, wenn er es nicht will. Ja.
Und diese Doppelmoral müsste ein bisschen verändert werden. Also ich glaube, da ist noch vieles gestalterisch, nicht dirigistisch, mag ich nicht so gern, aber gestalterisch möglich. Wunderbar. Danke für das schöne Wort. Ins Portfolio einflechten. Drehen wir in die Zukunft, bitte. Herr Bundesminister, welche Dinge stehen an, welche politischen Maßnahmen, welche Gestaltungsmöglichkeiten sehen Sie, um hier was weiterzuentwickeln im Sinne von höhere Väterkarenz, die ja tatsächlich als ein großer Knackpunkt gilt in der Männerentwicklung? Gut, Punkt 1, ich habe schon gesagt, wir werden auf sogenannter Vertretungsebene diesen Dachverband bekommen. Er wird dabei sein. Und das wird hoffentlich im Jänner alles funktionieren, ich gehe davon aus. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, bei mir im Ministerium gibt es eine Botschaft. Bei mir ist jetzt unlängst ein stellvertretender Sektionschef. Vier Monate war er zu Hause. Das Ministerium hat es ausgehalten, er hat es ausgehalten. Wir leben immer noch. Und demzufolge, das geht. Das ist quasi im Haus selber bei uns, muss ich ganz offen sagen, geht das ganz gut. Nicht überall, aber es geht. Was wir politisch, gesellschaftspolitisch noch versuchen wollen, vielleicht kommen wir weiter, ist der berühmte Papa-Monat. Da kann es sein, dass wir da vielleicht doch was zusammenbringen. Im Frühjahr schauen wir. Da wollen wir versuchen, dass die Wirtschaftskammer ein bisschen das Problem, oder nicht nur ein bisschen, sondern das wirkliche Problem. Aber vielleicht geht es doch auf. Und was ein permanentes Thema ist, ist dieser sogenannte Boys Day, hinter dem sich ist ein Synonym, dass wir halt ganz einfach Burschen in andere Berufe hineinbringen. Und dieses Synonym ist durch Zufall des Lebens, das ist wirklich Zufall des Lebens. Wir haben diesen Donnerstag den Boys Day in ganz Österreich und tausende junge Herren werden in alle möglichen Institutionen eingeladen werden, primär Pflege- und Erziehungsberufe. Wir in Wien zum Beispiel machen das in einem Pflegeheim der Stadt Wien, wo wir ihnen dort quasi zeigen, welche Berufe es im Bereich der Pflege und Sozialberufe es gibt. Weil da glaube ich, das ist auch ein Punkt, wo wir massiv weiterarbeiten müssen. Ich bin ganz froh, dass der Automechaniker nicht mehr der Wunschberuf Nummer 1 ist. Derzeit ist der Wunschberuf Nummer 1 der Metalltechniker. Mein Metall bleibt Metall, aber nicht mehr. Liegt am guten Kollektivvertrag, ne? Ja, wahrscheinlich. In der Fürststadt Linz, Sie wissen alle, Metalltechnik. Aber jetzt Spaß beiseite, ist einmal der Automechaniker ist abgelöst worden, ist Nummer 2. Und das hat sich etwas geändert, aber Fakt ist, wir müssen da weitermachen. Wir sind da viel zu sehr fixiert und viel zu sehr auf einige Dinge fixiert, weil in Wahrheit müssen wir das Feld breiter machen. So wie es bei den Mädchen notwendig ist, ist es auch bei den Burschen notwendig. Darf ich da kurz nachhaken noch mit einer Frage? Wir wissen aus der Wertedebatte, Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Lehner, dieser Rückschritt bei den jungen Männern, insbesondere mit relativ großer Bildungsferne. Was wird denn die Politik sich hier einfallen lassen? Sie wird sich das einfallen lassen müssen, allein schon, wenn man die Wahlumfragen sich angeschaut hat. Welche Partei hier Nutzen ist, wissen wir. Denke, da brauchen wir ganz schnell auch eine Verständnisfrage, wie sich diese jungen Männer in die Wertegemeinschaft besser eingliedern können, oder? Ja, das geht weiter. Jetzt geht es ein bisschen hinaus über Männer. Ne? So, was machen wir? Was ist unsere Antwort? Wir haben unter anderem ja das Projekt Jugendcoaching, wo wir hineingehen in die Schulen. In Oberösterreich machen wir das, gibt es noch das etwas stärker ausgeprägte Lehrlingscoaching. Das ist ein bisschen eine Spezialität von Oberösterreich. Aber Fakt ist, beide Projekte haben den Sinn und Zweck, jungen Menschen, wurscht welches Geschlecht, diesen Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt quasi zu begleiten. Das ist die Logik, die da dahinter steht. Dass wir innerhalb der Schule ein Thema haben, dass ein kleiner Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern nach Ende der Schulpflicht herauskommt und nicht in den Kulturtechniken sattelfest ist, das ist ein Thema der Bildung, das ist ein Thema der Schule und ich hoffe, ich
bin da kein Utopist, aber ich hoffe, dass auch hier sich etwas ändern wird, jetzt mit diversen Bildungsreformmaßnahmen, wo wir auf alle Fälle weitermachen, und das kommt ab dem Schuljahr 16/17. Ab dem Schuljahr 16/17 wird es erstmalig zur Umsetzung kommen, dieser Bildungsverpflichtung bis zum 18. Lebensjahr. Das ist quasi die nächste Stufe. Das wird der Nationalrat im Februar, März nächsten Jahres beschließen, wo schlichtweg darum geht, dass alle jungen Leute über die Schulpflicht hinaus noch bis zum 18. Lebensjahr eine Bildungsmaßnahme machen. Das kann die Lehre sein, das kann AHS Oberstufe sein, HTL, Kleinkindergarten, wurscht, was es immer da gibt. Bei manchen Jugendlichen wird es nur die Teillehre sein, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möglich ist, aber es muss was weitergehen. Wird das auf diese Wertehaltung oder Wertehaltung hinsichtlich der Gender-Problematik eine Auswirkung haben? Ich hoffe, dass das mit, ich gehe davon aus, vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, das ist zu naiv, aber ich gehe davon aus, umso höhere Bildungsstandards du erreichst, umso besser wird auch die Frage der Wertehaltung. Das ist vielleicht zu naiv formuliert. Der Wissenschaftler schüttelt ein bisschen den Kopf, aber in Wahrheit, glaube ich, ist das einer der möglichen Schritte. Und dass wir natürlich gerade in der Schule bei gewissen Gruppen von jungen Herren einen massiven weiteren Bearbeitungsbedarf haben, ja, weil natürlich das ist halt eine der Herausforderungen auch der Migration, um es an den Punkt zu bringen, wobei das Wertethema nicht nur mit Migrantinnen und Migranten zu tun hat, sondern auch mit sogenannten Autochtonen, mit sogenannten Urösterreichern zu tun hat, wobei in Österreich fast alle einen Migrationshintergrund haben, ich auch, weil von meinen 4 Großeltern sind 3 nicht aus Österreich, ne? Uns ist nur der Hundsdörfer passiert. Ne? Okay, danke. Dr. Litzke, nur ganz kurz, bevor wir ins Plenum gehen. Welche Maßnahme hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit oder welche Maßnahmen wünschen Sie sich denn hier in Ihrem Umfeld, im Land Oberösterreich? Also die Maßnahme, die mir sehr gut gefällt, ist, dass wir seit ungefähr einem Jahr Männer haben, die Zivildienst in den Kindergärten machen können. Eine Maßnahme, die sehr gut ankommt, sowohl in den Kindergärten als auch, also bei den Betreuerinnen dort und bei den Kindern dort, als auch bei den Zivildienern selbst. Ich denke mal, dass das ein sehr plakatives Beispiel ist, wie man mit relativ wenig Veränderung gegenüber dem Status quo einiges auch an geändertem Bild erreichen kann. Und die jungen Burschen, die das machen, kriegen sehr viel an positiver Verstärkung in dieser Rolle. Und ich glaube, dass es das braucht. Ich glaube, dass man viel mehr positiv verstärken muss, wenn sich junge Männer eben zum Beispiel pflegenden Aspekten oder so widmen, ohne dass man das wirklich umdrehen soll und sagen soll, die Männer sollen sich nur mehr um die Familie kümmern. Ich glaube, das wäre einfach relativ realitätsfern. Aber was Zweites, was mir auch sehr gut gefällt, was aber noch nicht wirklich umgesetzt ist, ist, dass im Zuge der Diskussion, dass es immer schwerer wird, geeignete Nachfolger für Posten zu finden, ein Thema, das uns ja alle trifft, muss man sich auch überlegen, als welcher Arbeitgeber man sich in der Öffentlichkeit präsentieren will. Und für das Land Oberösterreich würde ich sehen, es wäre nicht realistisch zu sagen, wir sind der Arbeitgeber für die Menschen, die 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten wollen, für die High-Performer, die durch die ganze Welt chatten wollen und nichts als Leistung sehen in ihrem Leben. Das wäre relativ unrealistisch. Aber ich glaube, wir können uns sehr gut positionieren und ich glaube, es gibt da einen sehr großen Wunsch bei jungen Leuten, bei Frauen und bei Männern, wenn man sagt, wir sind ein Arbeitgeber, wo man wirklich guten Job abliefern muss, wo man sich engagieren kann, wo man Sinn findet und wo man daneben auch ein anderes Leben haben kann. Das heißt, als Arbeitgeber, der eine Vereinbarkeit ermöglicht, und wir sehen das schon bei jungen Bewerbern auch, dass die nicht nur das Geld als Motivator haben. Natürlich muss das Geld stimmen, das heißt, so ein gewisses Mindestkriterium muss es sein, aber darüber hinaus sind solche weichen Faktoren doch ein sehr großer oder sehr großes Argument, sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden. Und das ist was mir gefällt und ich glaube, das wird noch viel stärker so werden. Gut, damit ist jetzt
sehr viel Input gegeben und Damen und Herren, Sie sind angefragt mitzudiskutieren. Wer bricht das Eis? Hier in der Mitte haben wir schon jemand. Eine unserer bezaubernden Assistenten wird Ihnen das Mikrofon reichen. Bitte. Mein Name ist Rolf. Wir haben ein Mikrofon, das nicht eingeschaltet ist. Technik. Geht's? Geht's? Ja. Ja, jetzt geht's. Geht. Ich bin Familienberater und Therapeut und seit 1,5 Jahren in Pension, ehrenamtlich in der Krankenhausseelsorge, im Familienverband und in der Asylbewerberbetreuung tätig. Das wollte ich sagen, weil das meine Fragen haben mit den beiden letzten Sachen zu tun. Die Veränderung in der Männlichkeit, im Gender, in der Gendergerechtigkeit, ist wahrzunehmen, aber immer noch sehr gefährdet. Ich nehme an, Erich Lehner würde da auch zustimmen. Es ist also wirklich etwas, was relativ leicht kippen könnte. Angesichts des immer noch großen Unterschieds in den Einkommenszahlen, die ja auch vom Minister angesprochen wurden, gibt es zum Beispiel in Deutschland seit einigen Jahrzehnten in der Scheidungssituation den Versorgungsausgleich, was sehr wichtig ist, weil die Pensionsjahre inzwischen immer länger werden, vor allen Dingen sehr wichtig ist für die Selbstständigkeit der Frauen. Frauen haben nach einer Scheidung, vor allen Dingen wenn sie Kinder haben in Deutschland, dieselben Pensionsansprüche wie ihre Männer, egal wie viel jemand von den beiden während der Ehe verdient hat. Das ist in Österreich bei der damaligen Eherechtsreform bewusst nicht gewollt worden. Es gibt eine Möglichkeit, eine freiwillige Möglichkeit des sogenannten Pensionssplittings. Unser Landeshauptmann hat bei unserer letzten großen Tagung vom Familienverband gesagt, er wird sich dafür einsetzen, dass das verpflichtende Pensionssplitting gefördert wird. Meine Frage ist, tut sich da etwas in dieser Richtung? Das wäre ein großes Signal angesichts der großen, immer noch großen Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen, dass das eingeführt wird, sodass also wirklich hier ein Ausgleich stattfinden könnte. Okay, danke. Schauen wir mal. Fragenkomplex, den muss ich nur kurz ansprechen. Bitte kurz, ja. Aus der Asylbewerberbetreuung. Ich hatte heute einen Anruf von einer alleinerziehenden Mutter, die eine Familie aufgenommen hatte, die aus Afghanistan kommt und wo der Vater ganz offiziell, durchaus ein gebildeter Mann aus dem Technikbereich, gemeint hat, er will als Bezahlung dieser Frau sozusagen sexuelle Dienstleistungen anbieten. Ich denke mir, es kommt eine andere Kultur auf uns herein, es kommen andere Dinge. Meine Bitte wäre, dass es verpflichtend für alle, die hierher kommen, die Asyl haben wollen, einen Leitfaden gibt, wie bei uns Gendergerechtigkeit gelebt wird, und zwar nicht nur von Gesetzes wegen, sondern auch, wie man das lernen kann. Okay, gut. Das wäre etwas auf Bundesebene. Ja, danke sehr. Herr Minister, bitte. Ja, wer lieb. Ja, zum letzten Punkt. Sie wissen, dass wir hier so eine vorbereiten, so einen Wertekatalog, so eine Werteschulung und dass wir vor allem bei den Asylberechtigten ihnen ganz einfach auch klar machen wollen und klar machen müssen und klar machen werden, was die Durchschnittswerte in unserer Gesellschaft so sind. Wir sind unter anderem auch in Vorbereitung, und es wird ab Jänner sein, so ein freiwilliges Integrationsjahr auch zu machen, wo es auch darum geht, innerhalb dieses Jahres so ähnlich wie Zivildiener tätig sein zu können, um ganz einfach auch mitzukriegen, wie lebt man bei uns, wie ist unsere Sozialstruktur, wie ist unsere Aufteilung zwischen den Geschlechtern, wie funktioniert die Kirche auf der einen Seite, wie funktioniert der Staat auf der anderen Seite und. Das heißt, viele Dinge dessen, was für uns tagtäglich so ist, hier an diesem Personenkreis auch entsprechend zu vermitteln, um auch einige der halt vorhandenen Ängste
bei unserer Bevölkerung quasi auch wegzunehmen, ne, weil was sich da teilweise abspielt über diverse Internetauftritte, ist ja auch nicht rationell nachvollziehbar oder überhaupt nicht rationell nachvollziehbar. Aber klar ist, das wird kommen. Ja, das ist quasi in Vorbereitung, wird kommen. Und das, was zum Beispiel wenn Sie die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen, kriegen Sie seinen Wertekatalog oder seine Wertevermittlung und wird das Zimmer entsprechend vor. Ich meine, ohne Staatsbürgerschaft, ja, damit es kein Missverständnis gibt, aber diesen Inhalt, der da normalerweise vermittelt wird, den Zimmer vor und geben das quasi am Beginn auch entsprechend. Es wird auch so etwas Ähnliches wie eine Verpflichtung geben, dass man zumindest einen Tag sich das auch verpflichtend anhört. Das ist das eine. Das zweite ist zum Splitting. Ad hoc tut sich nichts. Punkt. Was nicht heißt, dass sich nicht nächstes Jahr was tut. Ja, aber nein, ad hoc tut sich nichts. Ich sage es offen, wie es ist. Ad hoc ist das immer noch auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Aber was nicht heißt, dass nicht nächstes Jahr was kommt. Von wem käme was, wenn was kommt? Es ist ja kein Geheimnis, es gibt seitens, muss ich jetzt vorsichtig formulieren, damit sie auch nicht missverstanden wird, von Teilen der ÖVP den Wunsch, dieses Splitting verpflichtend zu machen. Und wir leben in einer Koalition. Ja, ja, und dem könnte man näher treten. Man muss darüber verhandeln. Es ist ein Verhandlungsthema. Es gibt nicht eine geschlossene Meinung von einer Partei und ein geschlossenes Nein von der anderen Partei. Ja, soll ich gleich dazu sagen. Es gibt dieses Thema, was vor allem vom ÖAB oder von Teilen des ÖABs getragen wurde und. Aber es ist nicht jetzt, ich sage es auch sehr offen, es ist nicht auf der Agenda auf Nummer 1. Ja. Es ist mit aller Offenheit ausgesprochen. Okay, danke. Bitte fragen. Die Dame zuerst und dann der Herr in der ersten Reihe, bitte. Okay. Bitte sehr. Mein Name ist Berko Magit. Ich hätte eine Frage. Und zwar würde ich mir grundsätzlich von der Politik wünschen, dass wir da ein bisschen ambitionierter werden. Ich sehe das auch so, dass die männliche Vaterschaft quasi das Wichtigste, also männliche Elternschaft der Schlüsselfaktor ist, wenn wir da weiterkommen wollen in den Geschlechterverhältnissen. Und da sollte man vielleicht ein bisschen ambitionierter sein, als einen Papa-Monat anzupeilen, auch wenn das schon mal erster Schritt wäre, aber das sollte jetzt, glaube ich, nicht der große Erfolg sein, auf den man sich dann ausruhen wird. Und ein anderer Faktor, den ich noch erwähnen würde, ist an Herrn Hundsdorfer bezüglich Mutterschutz, ist ja in Ihrer Ressortzuständigkeit, gibt es da eventuell Aussicht, dass das ein bisschen flexibilisiert wird, wie es in anderen Ländern ist? Deutschland, Frankreich, gibt es da mehr Möglichkeiten? In Österreich ist es ja so, dass man de facto vom Staat bevormundet wird und null Möglichkeiten hat, da irgendetwas zu ändern auf eigenen Wunsch als werdende Mutter. Und das kommt mir auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß vor. Danke sehr. Herr Minister. Meinen Sie die Schutzfrist? Ja, das, ja, aber ich sage es offen, wie es ist, Sie werden damit überhaupt keine Mehrheit irgendwo finden. Sie müssen nicht auswandern, aber ich glaube, die Zeitspannen, die wir haben, sind an und für sich das, was die letzten Jahrzehnte von vielen erarbeitet wurde, und eine Wahlmöglichkeit bei der Schutzfrist haben wir heute nicht. Aber ist ja auch kein Grund, dass man jetzt auswandert. Naja, Entschuldigung, dass ich das jetzt auch sehr offen sage. Sie sind die Erste in meiner gesamten politischen Laufbahn, die mir das als Problem mitgibt. Ich sage das ganz offen. Ja, wir haben auch andere, überhaupt sehr verkürzte Schutzfristen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, was England hat, bis 2 Wochen vor der Geburt musst du arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Nein, ich sage es ganz offen, es gibt ja Pro und Contra bei dieser Wahlfreiheit, und in England zum Beispiel kannst du nur 14 Tage vor der Geburt überhaupt erst in Schutzfrist gehen. Es ist die Frage, ob wir das wollen. Ich sage es offen, wie es ist, mit aller Offenheit. Sie sind die Erste, einer muss der Erste sein, ja, aber Sie sind die Erste, die mir das jetzt als Botschaft mitgibt. Es gibt, glaube ich, in der Schweiz ein anderes Modell, aber
Das kann man sich vielleicht ja mal anschauen. Bitte, in der ersten Reihe. Mein Name ist Peter Biemann, bin Sozialpädagoge und ich stelle mir immer die Frage beim BOSD, wie ernst ist das gemeint, nämlich wenn es da um die Finanzierung geht. Land Oberösterreich kürzt gerade die Sozialausgaben, merken wir in der Kinder- und Jugendhilfe, also im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sehr stark. Ich habe zweimal Zivildiener gehabt in meiner Einrichtung und einmal in den 72 Stunden. Da waren Jugendliche da und einer davon hat sich für diese Einrichtung interessiert. Eine der gängigen Fragen ist, was verdient ihr da? Und jetzt, wenn ich meinen Lohnzettel aufmache und zur Verfügung stelle, dass dann reinschauen und sagen, meine Zivildiener waren beide baff, weil sie mehr verdienen als ich. Also gerade nach Lehrabschluss. Und bei den 72 Stunden war einer dabei, der sich überlegt hat, soziale Arbeit zu studieren. Nachdem hat er es gelassen. Also das Finanzielle ist da schon ein Steuerungsmechanismus, der gerade von Regierungsseiten, Bund wie Land, meiner Meinung nach sehr vernachlässigt wird, dass man da was tun kann, dass man Männer in diese Arbeiten bringt. Schule wahrscheinlich detto, also Volksschule. Mit Volksschullehrern habe ich sehr viel zum tun. Die vermissen auch die Männer, weil sie sagen, wenn der Lohnzettel kommt, dann ist es vorbei, dann ist es dicht. Dann kommen die Männer nicht mehr. Okay, wer mag auf dieses Statement antworten? Ja, ich kann was dazu sagen, bitte. Aber ich werde das Problem leider nicht lösen können. Und zwar ist es aus meiner Sicht eindeutig so, dass man in Zeiten knapper Budgets nicht realistischerweise mit einer großen Erhöhung in diesen Bereichen rechnen kann. Und ich denke, das Einzige, auf das wir bauen können, ist, dass die anderen Effekte, die anderen positiven Effekte, dieses Manko am Gehalt irgendwie substituieren. Und es müssen ja auch ganz viele Frauen die Wahl treffen, dass sie sagen, okay, ich mache den einen Job oder den anderen. Und die entscheiden sich dann offensichtlich ganz häufig für das weniger gut bezahlte, aber vielleicht ansonsten sehr befriedigende Tätigkeitsfeld, in dem sie arbeiten. Und ich denke, das, an dem wir arbeiten müssen, ist, dass die Wahl für Männer ähnlicher sein kann oder vielleicht nicht ganz so getrieben von diesem allein monetären Aspekt. Ich denke mir, das ist ja auch ein bisschen eine Unfreiheit. Das, was wir sehen würden, ist, wir wollen die Möglichkeiten aufmachen, dass man sagt, gut, solange ich davon leben kann, und das kann man ja auch von einem Gehalt von einem Sozialpädagogen oder von einem Gehalt von einer Volksschullehrerin, kann ich das machen, wo meine Neigung halt eher hingeht. Und es ist sicher bedauerlich, wenn die Entscheidung so ist. Da denke ich mir, ist unser Job aber auch, dass wir den Leuten ein realistisches Bild möglichst frühzeitig vermitteln. Und für das ist ein BOSD schon eine Maßnahme. Dass man einfach versucht, den Leuten zu zeigen, was der befriedigende Teil von so einer Tätigkeit sein kann und ihnen vielleicht dann noch dazu vermitteln, wie man von dem Gehalt leben kann. Ich glaube, es gibt eine Fixierung auf monetäre Remuneration, die sich vielleicht ein bisschen abschwächt mit der Zeit, wenn man andere Aspekte auch besser kennenlernt. Fiona Swarovski hat gesagt, Tomaten auf der Terrasse anzubauen. Ne? Also zum Beispiel. Manchmal kann ich mir den Sarkasmus auch nicht ganz verkneifen. So bitte, hier gab es eine Frage. Eduard Weidhofer, mein Name. Ich war Leiter der Männerberatung des Landes Oberösterreich. Ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Meine Frage lautet, 18% Karenzväter klingt ja relativ viel, das ist fast jeder Fünfte. Aber wenn man genau rechnet, nämlich die Inanspruchnahme des Kinderbetreuungsgeldes, ja, dann wäre meine Frage, sind wir dann bei 5% oder 6% oder wo sind wir da genau? Ja? Weil sehr viel hat sich, glaube ich, nicht verändert bei der Inanspruchnahme von Väterkarenz. Ja? Früher waren wir mal bei 5%, nicht? Vor 2 Jahren sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das 18, das kann nicht stimmen. Ja? Das ist nur sozusagen, das sind die Köpfe, ja? Aber nicht die Zeit der gesamten Inanspruchnahme von Karenz. Ja? Also ich denke, dass das ein großer Frauenüberhang ist. Aber das würde mich interessieren, wo da wirklich die Quote ist. Die Anmerkung betrifft auch Väterkarenz, und zwar, es gibt ein Projekt, ich weiß leider nicht mehr aus welchem Land, aber es ist eine interessante Idee, wo man Männern ermöglicht hat, die Karenz zu flexibel zu handhaben. Das heißt, der Mann geht einmal, also um dem vorzubeugen, dass die Angst vor Karriereknick sozusagen zu groß wird. Dass der Mann zum Beispiel einmal einen Monat in Karenz geht, dann wieder 2 Wochen in die Firma, dann 2 Wochen wieder zu Hause,
dann wieder 2 Wochen in die Firma, sodass er den Kontakt zur Firma nicht verliert. Ja. Das habe ich eine ganz interessante Idee gefunden. Das könnte man auch den Firmen schmackhaft machen, nicht? Weil die sagen immer, ja, der Mann, der geht uns dann so lang ab und das geht nicht und so weiter. Allerdings löst man damit nicht das Grundproblem des Männlichkeitsdenkens sozusagen, der Mann muss Karriere machen. Nicht? Man erleichtert ihm nur sozusagen, dass er halt eher in Karenz gehen kann, weil er den Kontakt zur Firma nicht so verliert. Ich glaube, es war in Holland oder in Skandinavien irgendwo. Jedenfalls habe ich eine tolle Idee gefunden. Danke. Herr Minister, wenn wir die Karenzzahlen bereinigen von pro Kopf auf Zeit 18% der Väter haben Kinderbetreuungsgeld, meist deutlich kürzer als Mütter. Warum ist dieses so entstanden? Weil das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld hat hier diesen Fortschritt gebracht. Die Variante mit Einkommensabhängigen, die hat hier einiges beschleunigt. Aber es wurde schon gesagt, die Zeitspanne ist deutlich kürzer als wie bei den Müttern. Ja, dass man es da ja nicht missverstehen. Ne? Es ist besser, aber nicht alles ist gut. Ne? Das nur zur Klarstellung zu diesen Zahlenfakten. Können Sie sich ein Island-Modell bei uns vorstellen? Ja, ich kann mir das vorstellen, nur ich muss schauen, ob die Gesellschaft mitgeht. Ne? Nein, das ist die Frage, es ist alles ein bisschen komplex. Ne? Entschuldigung, darf ich kurz noch, was Sie gesagt haben, man soll den Kontakt nicht verlieren. Wir haben 3,6 Millionen unselbstständig beschäftigt in diesem Land. Und davon werden heuer bis Jahresende 1,3 Millionen den Arbeitgeber gewechselt haben. Das heißt, in Wahrheit sind wir irrsinnig fluktuierend. Wir haben eine enorme Dynamik in unserem ganzen Leben drin. Und darum sind so Dinge wie Kontakt zum Arbeitsplatz, stimmt schon in gewissen Bereichen, aber dass das jetzt nicht missverstehen. Ja? Einmal föst, immer föst, zählt schon lange nicht mehr. Ja, das ist schon lange Geschichte. Und es kommt ja auch darauf an, wo ich bin, wer bin ich, wo bin ich beschäftigt und. Ja, weil in vielen Bereichen, schauen wir uns an, was sich im Baubereich abspielt. Ne? Das hast du alle amtlich irgendwo einen Firmenwechsel. Im ganzen Tourismus, in der ganzen Gastronomie und. Allein wenn ich mir anschaue, Fluktuationszahlen im Gesundheitssektor und so weiter. Das heißt, das alleine stimmt natürlich für bestimmte Positionen. Ne? Für bestimmte Positionen stimmt es schon, dass man so neue Modelle sich überlegen kann oder dass sie auch viel Sinn machen. Aber nicht missverständlich, der breiten Masse stimmt es de facto nicht. Und wir haben vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben in Oberösterreich ein Stückchen die Autobahn bergauf, die Firma Fronius. Und wie die Jungchefin erstmalig Mutter wurde, konnte sie ihren Vater überzeugen, dass ein Betriebskindergarten was Tolles ist. So, es hat dann eine Zeit lang noch gedauert und dann kam ein Betriebskindergarten. Und jetzt auf einmal, wie es letzte Mal dort war, 30% der Kinder werden von Herrn Papa gebracht. Ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, ganz entspannt. Auf einmal geht's. Und im AKH Linz, da der Betriebskindergarten, wird eine ähnliche Frequenz haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo du ganz einfach, wo viele Dinge auf einmal da sind, gehen viele Dinge. Und da wird sich auch, das ist auch einer, so wie es da, ne? In dem Augenblick, wo es das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld gab, ist der Anteil gestiegen. Das ist ein typisches Zeichen natürlich dieser Einkommensdifferenz. Danke. Ich würde noch was dazu ganz sagen. Kurz, bitte. Okay, also erstens, solche betriebsübergreifenden Kinderbetreuungsgruppen wie bei uns zuletzt, diese Villa Rosi Pets, ist sicher was es auch für Väter sehr erleichtert. Und ich glaube auch, dass sich Väter dann mehr einbringen. Aber ich habe fast ein bisschen eine philosophische Überlegung zu dem, was Sie sagen. Das Thema mit dem Karenzproblem und damit die Karrierenachteile, das haben ja Frauen genauso wie Männer. Ich sehe es vielleicht fast ein bisschen als Unfreiheit, die sich Männer selbst auferlegen, wenn sie sich so sehr an der Karriere orientieren.
und vielleicht gerade im Hinblick auf das, dass wir ja nicht nur ganz junge Herren in der Zuhörerschaft haben oder Damen in der Zuhörerschaft haben. Ich glaube, es gibt ja dann auch Phasen im Leben, wo sich das Thema mit der Karriere sowieso relativiert. Ja? Und ich denke mal, vielleicht können wir den Leuten mehr Freiheit geben, dass sie sich nicht so an diesem Thema orientieren müssen. Dann können sie sich auch leichter für eine Karenz entscheiden, auch wenn das ein Risiko für die Karriere ist, was es aber für jede Frau natürlich auch ist. Okay, guter Standpunkt, bitte sehr. Ja, guten Abend, mein Name ist Dieter Troller. Ich bin mit großer Spannung hierher gekommen, um zu erfahren, was denn das neue Bild des Mannes ist oder das Bild des neuen Mannes. So, und da bin ich jetzt, nehme ich mit, also als Quintessenz der heutigen Diskussionsveranstaltung, das ist der Mann als Vater in Karenz. Und wenn ich jetzt das ganz überspitzt formuliere, Herr Primar, dann heißt das, ein Mann, der kein Vater ist, der ist kein Mann. Und naja, das ist jetzt das Ergebnis der heutigen Diskussion oder der Verlauf der heutigen Diskussion auf den Kopf gestellt. Das lasse ich jetzt einmal so stehen. Zweiten Punkt, den ich gern anbringen möchte. Ja, ich bin immer ganz überrascht, wann das Thema kommt, ungleiche Bezahlung zwischen Mann und Frau. Das denke ich mir, das gibt es doch gar nicht. Das kannst du gar nicht geben. Nein, das gibt es tatsächlich noch. Versichern mir die Kolleginnen, ja, das ist es. Und da frage ich mich, Frage richtet sich jetzt an den Herrn Sozialminister, wie kann das überhaupt argumentiert werden? Mir unverständlich. Okay, und dann, ja, das Zauberwort, drittes, Verhältnis, jetzt gibt es mal auf eine andere Ebene, Verhältnis Mann und Frau. Warum fürchten sich Männer vor Frauen? Oder umgekehrt? Ich glaube, dass sich heute mehr Männer vor Frauen fürchten. Das liegt daran, dass die Frauen selbstbewusster sind und sie sind selbstbewusster, weil sie immer mehr gebildeter sind. Also ich glaube, meine Erfahrung, je gebildeter eine Frau ist, umso selbstbewusster ist es. Und es gibt, der Anteil der gebildeten Frauen steigt. Ich glaube, die Abgängerquote auf den Universitäten ist höher. Auch es gibt da mehr Frauen als Studentinnen auf den Universitäten und Hochschulen. Und ich merke es auch selber, wenn ich eine Weiterbildungsveranstaltung mache, es sind immer mehr Frauen wie Männer. Die heutige Veranstaltung ist eine Ausnahme. Also ich bin ganz überrascht. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielleicht können wir das einmal festhalten. Warum gibt es das immer noch mit unterschiedlichen Bezahlungen? Bitte, Herr Minister. Ja, es ist ganz einfach. Natürlich, wenn Sie den nackten Kollektivvertrag anschauen, gibt es das nicht. Aber wenn Sie die Ist-Bezahlung anschauen, gibt es das. Ob wir wollen oder nicht. Also wir haben für die gleiche Position, gibt es hunderte, tausende Beispiele, für die gleiche Position, der Herr Filialleiter kriegt X drauf zum Kollektivvertrag, die Frau Filialleiterin kriegt nur Y. Ob wir wollen oder nicht. Ja, das fragen Sie die Firmenchefs, nicht mich. Nein, im öffentlichen Dienst haben wir das Problem zum Beispiel dadurch, dass die Bienen nicht immer, ist ein Unterschied, sind die Bienen. Der Mann hat einmal eine Vorrückung mehr, es reicht schon, weil er halt da war. Und wir haben zwar alles Mögliche jetzt gleich gezogen und, aber es reichen manchmal irgendein unbezahlter Karenzurlaub noch, weil es irgendein Problem im Kind gab oder mit Kindern gab und so weiter. Weil der Elternkarenz hemmt nicht, aber alles andere hemmt. Sind ja viele, viele so kleine Facetten, zu denen das kommt. Und das wissen wir genauso auch von zigtausenden Vorstellungsgesprächen. Ist jemand um die 30 herum, ist die erste Frage, haben Sie schon ein Kind? Wollen Sie ein Kind? Das ist unsere Gesellschaft, das sind wir. Ja, Entschuldigung. Ja, natürlich darf es nicht stellen, aber Sie wissen auch die Realverfassung. Weil wer immer diese Frau ist, wird den nicht klar anzeigen. Dass wir auch wissen, von was wir reden. Natürlich darf es nicht stellen, aber es findet statt. Leider. Es ist ja unsere eigene Gesellschaft. Wir selber sind das. Und das Gleiche, weil Sie zuerst gesagt haben, mehr Frauen auf den Universitäten. Das Paradebeispiel sind die, jetzt ohne Linz, weil Linz ist noch zu jung, die drei medizinischen Fakultäten. Wir haben in Österreich ja derzeit drei medizinische Fakultäten, Linz kommt erst. Da haben sie überall mehr Frauen Studierende als Männer. Schauen wir hinein in die Welt der Medizin. Wie viele weibliche Primare gibt es denn? Und dann schauen wir uns auf welche Fachgebiete. Wir haben keine einzige weibliche Primare in Österreich mit Chirurgie.
keine einzige mit Unfallchirurgie, keine einzige in der Herzchirurgie. Wir haben zum Beispiel im AKH Linz, das ist jetzt kein Angriff, nicht missverstehen, im AKH Linz im Gesamtpersonalstand viel mehr Frauen als Männer. Der Zentralbetriebsratsvorsitzende vom AKH Linz ist ein Mann. Das Gleiche haben sie in Innsbruck, das Gleiche haben sie in Wien, das Gleiche haben sie in Graz. Die Zentralbetriebsratsvorsitzende im Welser Krankenhaus ist eine Frau. Ja, das weiß ich, weil die kenne. Aber nein, was ich sagen will, ist, ja, da ist noch viel zu tun, aber ein Mann, der keine Kinder hat, ist trotzdem ein Mann. Aber genau. Wir haben in Österreich ein Generalproblem, sage ich auch ganz offen dazu, wir haben zu wenig Kinder. Gut, darf man vielleicht nur die eine Geschichte klären, die nicht uninteressant ist, warum fürchten sich Männer vor Frauen? Ich glaube, das ist schon etwas, wo der Männerforscher was dazu sagen kann. Ja, ich gehe noch auf Ihre Bemerkung zurück, dass Sie sagen, also wenn Sie heute nach Hause gehen, dann ist Männlichkeit mit Väterkarenz. Da stimme ich dem Herrn Minister zu, ein Mann ohne Kind ist auch ein Mann. Ich möchte aber das Problem erweitern. Wir stehen im Moment davor, dass sozusagen die Phase der Väterkarenz sehr bald mündet in die Phase der Pflege der Eltern. In unserer Studie haben 20% der Bediensteten Eltern oder ältere Menschen gepflegt. Und das ist ein nächstes großes Thema. Insofern, wenn Sie fragen, was ist der neue Mann, dann könnte man sagen, er hat sicher mehr soziale Kompetenz, er ist pflegerischer orientiert. Und Pflege heißt jetzt nicht nur, dass er jetzt Windel wechselt oder alte Menschen pflegerisch betreut, sondern dass er um Beziehung orientiert ist, dass er ins Gespräch gehen kann, dass er mit seinen Freunden und auch mit seinen Freundinnen, und damit bin ich bei der Angst des Mannes. Auf der einen Seite glaube ich, dass es viele Männer gibt, die keine Angst haben, die schlicht und ergreifend ganz gut mit Frauen verhandeln können, gut mit Frauen umgehen können, dass aber diese berühmte Angst, die wir psychoanalytisch, Walter Holstein hat sie zum Beispiel sehr massiv beschrieben, dass die sehr viel was zu tun hat, genau mit dieser Beziehungsfähigkeit. Kann er auf Menschen eingehen und wo sind meine Prioritäten? Und hier sehen wir sozusagen, dass eine traditionale Männlichkeit sehr an der Männergruppe orientiert ist, nicht an Frauen. Und Frauen können das natürlich in Frage stellen. Und da ist eine Quelle der Angst. Die zweite Quelle der Angst ist genau diese Beziehungsfähigkeit, die von einer traditionellen Männlichkeit sehr, sehr hierarchisch auf Männer hin orientiert ist und nicht so sehr auf den Mitmenschen. Und daher eben dieser neue Mann, der pflegerischer, beziehungsfähiger orientiert ist, der an anderen Menschen orientiert ist. Und ich glaube auch, dass hier die Angst noch weniger ist. Ich glaube aber sehr, dass dies massiv zurückgegangen ist. Vielen Dank. Fragen? Wer ist Nächster? Bitte. Ja, mein Name ist Markus Kraxberger, ich bin Kindergartenpädagoge, Sozialarbeiter, Männerberater und Karenzvater, da oute ich mich heute auch. Bin froh, dass ich nicht in Island lebe, ich bin nur immer mit meiner Frau verheiratet. Jetzt ist dann aber Schluss mit Polemiken, weil genau. Ich bin für ihn zuständig dafür. Ich möchte noch was zu dieser Zahl, zur Aufklärung von dieser Karenzväterzahl sagen. Vor 5 Jahren hat es einen Streit gegeben zwischen der Frauenministerin und dem Familienminister, weil die zwei unterschiedliche Zahlen in der Presse geoutet haben. Die Frauenministerin hat gesagt, es gibt damals, glaube ich, 4% Männer in Karenz, und der Familienminister hat gesagt, nein, es gibt 15%. Und beide haben es recht gehabt. Die Frauenministerin hat gesagt zu ihren Beamtinnen, Stichtagsregelung, 1. September, wie viele Männer und Frauen sind in Karenz. Und da ist rausgekommen 3%. Der Familienminister hat gesagt, schauen wir uns die Kinder an, wie viele Kinder erleben einen Vater, der in Karenz ist. Wurscht, ob jetzt 1 Monat, 3 Monat, 7 Monat oder 10 Monat. Und wie wir vorher schon gehört haben, da bin ich ganz beim Erich Lehner, Männer sind Hordenwesen, und es muss uns gelingen, neben den Verrücktheiten, die Männer machen und die sehr oft und sehr intensiv thematisiert werden, und das ist auch richtig und gut so, geht es darum, die positiven Seiten von Männern, wo Männer andere Wege gehen, auch aufzuzeigen. Und wenn Männer erfahren, wie in Deutschland, in Großstädten, dass 50% der Männer in Karenz gehen, dann ist es für Männer, die sich überlegen, soll er in Karenz gehen oder soll er nicht in Karenz gehen, viel einfacher, da mitzumachen. Wenn wir diese positiven Bilder nicht transportieren, wird es für Männer immer schwierig sein.
Und das wird die Zukunftsaufgabe sein. Und am Ziel sind wir dann, wenn Personalchefs sich nicht mehr überlegen, stelle ich einen Mann oder eine Frau mit 30 ein, sondern dass bei beiden das Risiko gleich hoch ist, dass sie in Karenz gehen. Und das können wir erreichen mit positiver Werbung. Und letzter Satz, Polen kann uns dein Vorbild sein. Polen hat vor 3 Jahren eine Kampagne gemacht, neue Helden von Polen. Und da ist ein Mann in einem Schlapperleihwahl drauf gewesen, der angepotzt war, übermüdet war und in Karenz war. Und wenn uns das gelingt, das als neues Heldentum oder wie auch immer zu transportieren, dann kann viel gelingen. Und da tragt vielleicht der Dachverband ein Stückchen was dabei und das Ministerium ein bisschen was dazu bei. Aber da braucht es auch das Land dazu. Das ist eine gesamtpolitische Aufgabe. Und wenn wir da zusammenhelfen, dann kann da was gelingen. Wunderbar, danke. Können wir so stehen lassen, nicht? Bitte. Ich noch einmal. Ja. Dankeschön, dass ich noch einmal drankommen darf. Ja, also zur Aussage, Männer sind Hordenwesen, gebe ich auch den Herrn Primar, Psychoanalytiker, recht. Aber Sie lächeln immer so verschmitzt, also es zeigt sich am Humor. Ich würde auch sagen, Frauen sind auch Hordenwesen. Denn ich habe also viele Frauen in New York City gesehen, die aus Europa dorthin geflogen sind, rudelweise in Greenwich Village auf der Suche nach Carrie Bradshaws Haus gewesen sind. Es gibt eigene Sex and the City Touren und die Schuhe müssen gekauft werden und die Cupcakes, die gehabt hat und alle waren, früher wollten die alle ausschauen. Bitte meine fokussierte Frage. Also, ich, an den Herrn Primar, sind nur Männer Hordenwesen oder sind Frauen auch Hordenwesen? Jetzt ich gehe ein bisschen weg von diesem Phänomen und sage, was die Männerforschung und die Frauenforschung dargestellt hat, sind im Unterschied zu Frauen die Männer in der Gruppe orientiert. Jetzt sage ich es ein bisschen wissenschaftlicher. Der Mann, Sie kennen ja dieses alte Bild, oder wo man das The Mind in the Man und dann schaut man auf seinen Kopf und drinnen sind lauter Frauen und das ist ein ganz alter Mythos. Eigentlich ist im Kopf des Mannes der andere Mann, der ihm seine Position gibt, der ihm seine Position in der Männergruppe gibt, der ihm Konkurrenz gibt. Und die Frau kann ihm helfen, da an Hierarchie hinaufzukommen. Das heißt, diese Orientierung an der Geschlechtsgruppe ist stärker bei Männern ausgeprägt. Und insofern auch die Wichtigkeit, dass Repräsentanten von Männern Botschaften geben und sagen, ja, das ist wichtig. Und auch die Wichtigkeit vom Männerbild. Also, da ist es wichtig, dass wir viele Männer haben, die in pflegerischen Tätigkeiten zu sehen sind. Im Moment haben wir dieses Bild noch nicht. Jeder Mann ist ein Mentor. Oder in jedem Mann steckt ein Mentor. Solche Aussagen spitzen es natürlich zu, da bin ich eher vorsichtig. Ich würde sagen, die Orientierung an anderen Männern und männlichen Werten ist bei der Gruppe der Männer stärker ausgeprägt als bei Frauen. Okay, Damen und Herren, wir wollen jetzt noch ganz kurz zusammenfassen auf der Bühne, was denn hier heute los war. Vielleicht, dass Sie einmal kurz anfangen, was wäre denn etwas, was man als nächsten Schritt tun könnte in dieser Geschlechterdebatte? In Ihrer Aufgabe, auf der Länderebene, sehen Sie da etwas, was mit Vehemenz vorangetrieben werden sollte, um hier zu einem vernünftigeren Geschlechterverhältnis zu kommen? Ja, also das, was ich sehe, ist, dass man eben positive Beispiele braucht, dass sich sicher die Kollegen an anderen Kollegen orientieren und wenn sie sehen, dass das zum Beispiel für die Karriere kein besonderes Risiko war oder kein besonderes Hindernis, wenn man in Karenz war, dass das sicher was ist, was es erleichtert. Das würde ich sehen. Das Zweite würde ich sehen, dass wir uns eben als Arbeitgeber positionieren, der eine Vereinbarkeit von Beruf und anderen Verpflichtungen ermöglicht und man dadurch auch gute Leute ansprechen können. Und das Dritte, was ich sehen würde, ist, dass man in der Debatte auf Gesamtlandesebene, also nicht nur im Landesdienst, diese Vielfalt der Bilder noch stärker transportieren müssen. Weil das, was ich auch sehe, ist, dass natürlich das, was wir heute diskutiert haben als Männerbild, nur ein Teil des Männerbildes ist und man sollte die anderen Männerbilder, die sozusagen klassischer sind, daneben existieren lassen und nicht in dieses Fahrwasser kommen, dass man sagt, ein guter Mann ist eigentlich nur einer, der diese Pflegeaufgaben jetzt übernimmt, anstatt der Frau. Sondern es gibt ja alle möglichen und man sollte
die Vielfalt noch stärker in die Öffentlichkeit bringen und die Beispiele in alle möglichen Richtungen verstärken. Danke, Frau Litzka. Herr Minister, was möchten Sie transportieren? Jetzt intensiv. Ja, sie hat schon einiges vorweggenommen, was ich sagen wollte, aber was für mich ein wesentliches Thema ist, ist ganz einfach die Frage des Einkommens. Auf den bleibe ich drauf, weil da müssen wir weiterkommen. Das geht gar nicht anders. Und was jetzt gesellschaftspolitisch eine Entwicklung sein wird, wird einerseits der Papa-Monat sein, weil das ist ein Fortschritt für viele Frauen ein Fortschritt, dass es diesen Papa-Monat gibt, weil dann gibt es die Ausreden immer mehr der Teilhabe, das muss man auch dazu sagen. Und was wir jetzt organisatorisch, wird es diese Veränderung, so hoffe ich, mit dem Dachverband geben. Und das ist natürlich auch nur jetzt ein Synonym, nichts anderes, aber eine Basis einer stärkeren, weiteren Arbeit auf diesem Gebiet. Vielen Dank, Herr Minister. Und jetzt noch der Männerforscher. Was wünscht er sich? Was will er ganz schnell transportieren jetzt? Was ist die nächste Stoßrichtung? Also ich stimme inhaltlich den Vorschlägen natürlich zu. Mein großer Wunsch wäre, dass diese Institutionalisierung der Männerpolitik auf den unterschiedlichsten Ebenen vorangetrieben wird. Der Dachverband ist ein großer Schritt. Ich würde mir aber wünschen, dass alle Gender-Mainstreaming-Stellen mit Männern und Männerthemen sozusagen ergänzt wird. Und ich würde mir wünschen, dass auf allen Ebenen, Land, Gemeinden und so weiter, Menschen sind, die genau diese Männerpolitik sozusagen formulieren und vorantreiben und in die Institution reinbringen. Männer sind so gestrickt, wo einfach das Vorbild der Frauen, dass die auch Nachteile haben, für sie nichts zählt. Sondern da geht es darum, ganz beinhart um Strukturen. Kann ich Anreize und die werden politisch geschaffen. Das würde ich mir wünschen. Danke sehr. Und ich wünsche mir, dass Sie heute, wenn Sie hinausgehen, viele dieser Dinge weitertragen und sagen, es war ein netter, informativer und angenehmer Abend. Mir bleibt noch, mich herzlich zu bedanken bei den Veranstaltern, bei der katholischen Männerbewegung und bei der Volkshochschule. Ich muss oder ich darf, so wie der Pfarrer auch eine männliche Rolle, nach der Kirchen kurz vorm Hinausgehen noch die Dinge verlesen, die so anstehen, nämlich am 16. November die Frage, echt männlich? Es geht hier in der Reihe Männer leben heute um neue Männlichkeiten, vielleicht eine umfassendere Definition, als wir sie hier mit der starken Fokussierung auf die Karenz gemacht haben. Es wird diesen Abend leiten Dr. Eduard Weidhofer, Sie haben ihn gehört, er sitzt hier in der zweiten Reihe. So, das wären die Ankündigungen und ich kündige Ihnen noch an, danke sehr, und die abschließenden Worte bitte ich Herrn Schönleitner vorzunehmen. Ja, wir haben herzlichen Dank auch für die Diskussion und für die Publikumsfragen dazu. In der Männerbewegung haben wir uns in den letzten 20 Jahren und wir werden auch uns in den nächsten 20 Jahren mit den Fragen der Geschlechterrollen, der Geschlechterveränderungen auseinandersetzen. Und symbolisch dafür darf ich diesen Wandel, der sich hier ereignet, in zwei Dingen zum Ausdruck bringen. Auch als kleines Dankeschön und als Erinnerung für Sie, Frau Litschka, Arbeitshandschuhe. In der Größe 10 für die männliche Beschäftigung zu Hause, vielleicht im Haus. Und, das muss ich jetzt aufmachen, ja, weil es ansonsten nicht wirkt. Also die echten Männer sagen Kochschürzen dazu, die noch nicht ganz neuen Männer sagen Grillschürzen dazu. Eine für Sie, Herr Minister, als Erinnerung zum Kochen. Für Sie zum Kochen oder Grillen? Für beides. Und auch für Sie, Herr Wuttinger. Danke herzlich. Dankeschön und einen schönen Abend. Ich lasse kochen. Schönen guten Abend. Danke sehr.